Ja, ich habe ja ein bisschen Unordnung auf meinem Display und ich möchte ein bisschen aufräumen. Und dazu brauche ich nicht mehr wie meinen Zeigefinger. Ich tue jetzt mit meinem Zeigefinger auf irgendein Symbol drauf gehen und berühre es und halte es gedrückt. Und da habe ich einmal die Optionen Element auswählen. Aber ich kann auch, wie Sie ja sehen, mit meinem Zeigefinger das Symbol bewegen. Und wenn ich das Bewegen tue, dann merke ich, ich springe zu einem Fenster. Und das sind so kleine Rasterfensterchen, die dafür sorgen, dass ich mich in diesem Raum bewegen kann. Und auch nicht woanders. Und dann kann ich aussortieren. Und wenn ich jetzt nach oben gehe, dann habe ich mein Berlin-Go-Up-Symbol oben. Und wenn ich jetzt möchte, dieses Widget woanders zu haben, dann kann ich einfach nach unten mit meinem Zeigefinger mich bewegen und ich bewege mich einfach bis hierhin und lasse los und dann habe ich ein bisschen sortiert. Natürlich möchte ich meine eigenen Dateien auch noch ein bisschen nach oben bewegen. Ich möchte auch Internet ein bisschen nach oben bewegen und auch Telefon. Und voilà, schon habe ich ein bisschen Ordnung auf meinem, ja, man könnte das nennen, wie nennt man das eigentlich? In der Fachsprache nennen wir das natürlich nicht Seite oder Fenster oder Ansicht, sondern man nennt es Homescreen. Homescreen oder auch also Startbildschirm. Das ist im Endeffekt nichts anderes, immer wie ein neuer Startbildschirm. Ja. Also ein Bildschirm, wo Sie dementsprechend starten und Ihre Programme bzw. Apps ablegen können. Ich hoffe, das ist verständlich erklärt. Wenn Sie Fragen dazu haben, einfach Kommentare hinterlassen oder per WhatsApp oder eben per Telefon. Ja, das war's erstmal von diesem Video. Wir sehen uns gleich im nächsten.